überlegst, Hundetrainer zu werden und dich später einmal selbstständig zu machen, hast aber so ein bisschen die Sorge, dass du dann vielleicht keine Zeit mehr für Freunde, Familie oder sonst welche Freizeitaktivitäten hast. In diesem Video möchte ich dir erklären, warum diese Sorge nicht ganz unberechtigt ist, aber was du tun kannst, damit du das trotzdem alles unter einen Hut bekommst. Mein Name ist Shalina, ich bin Geschäftsführerin bei der Lakedog Akademie und ich zeige Menschen, wie sie erfolgreiche Hundetrainer werden. Zuallererst ist es natürlich so, wenn du gründest, dann bist du am Anfang einfach gefühlt 24/7 nur mit deinem Business beschäftigt. Ich kann dir aber aus der Erfahrung heraus sagen, dass sich das gar nicht so anfühlt. Für deine Außenstehenden, also Freunde, Familie und so weiter, fühlt sich das aber so an. Das heißt, mein erster Tipp an dieser Stelle, wenn du diesen Schritt gehen möchtest, dann hol die alle mit ins Boot. Sag denen das. Sag denen, hey, das ist mein Plan, das ist mein Ziel. Ich will es schaffen, wirklich als Hundetrainer arbeiten zu können und damit meinen Lebensunterhalt zu finanzieren. Das bedeutet aber auch, dass ich in nächster Zeit ein bisschen weniger Zeit für euch haben werde. Na, also ich bin damit sehr gut gefahren, weil das natürlich für Außenstehende alles immer so ein bisschen, weiß ich nicht, suspekt wirkt. Ne? Man hat da jetzt irgendwie ein Ziel vor Augen und verfolgt diesen Plan und verliert so seine Freunde und Bekannte aus den Augen. Man ruft die Mama nicht mehr jeden Tag an, sondern nur noch einmal die Woche. Und das merken die schon. Das heißt, wenn du hier im Vorfeld einfach für Klarheit sorgst, dann fällt es allen anderen auch viel, viel leichter, dich dabei zu unterstützen. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Dann ist es aber mindestens genauso wichtig, dass du weißt, was du tust. Das heißt, du brauchst auf jeden Fall einen Plan. Wir machen das bis heute so, wir setzen uns Ziele und arbeiten auf diese Ziele hin. Das sind verschiedene Stufen von Zielen. Es gibt Ziele, die ein Jahr betreffen. Also innerhalb eines Jahres möchte ich Ziel X erreichen. Es gibt aber auch Ziele, die zum Beispiel auf einen Monat gelegt sind oder auf die Woche oder auf einen Tag. Und das solltest du auch tun. Du solltest dir ganz klar überlegen, wann, in welchem Zeitraum möchte ich was erreicht haben. Gerade am Anfang ist das super wichtig, dass du dir zum Beispiel in die Richtung, wie viele Menschen möchte ich denn ansprechen, um dann möglichst in so und so vielen Monaten dann auch wirklich von meinem Job als Hundetrainer leben zu können. Also nicht, wie viele du möchtest, sondern wie viele du ansprechen musst, damit das Ganze funktioniert. Dann ist es aber auch super wichtig, dass du dir Gedanken darüber machst, wie du das strukturierst, beziehungsweise ob es Dinge gibt, die du vielleicht abgeben kannst. Na, ich habe das schon mal in einem vorherigen Video gesagt, es werden dir immer wieder Aufgaben begegnen, mit denen du vielleicht nicht so gut kannst. Bei uns war es von Tag 1 an die Buchhaltung. Das ist etwas, was wir von Beginn an direkt abgegeben haben. Und hier uns einen Steuerberater mit ins Boot geholt haben und das würde ich dir auch raten, weil sowas frisst unglaublich viel Zeit, wenn du dich in irgendwas erstmal reinarbeiten musst, ne? Vor allem, wenn das dann auch noch ein römisches Dorf ist, für mich ist es das bis heute. Und genau das sind aber nachher die Dinge, die dir die Zeit nehmen, die du eigentlich gerne mit Freizeit, mit Freunden oder der Familie verbringen würdest. Ja. Genau, ja, ich hoffe, ich konnte dir ein bisschen weiterhelfen und wenn du gerne mehr Details haben möchtest oder vielleicht sogar direkt über die Ausbildung bei uns mit uns sprechen möchtest, dann melde dich gerne bei uns und ich freue mich und sag bis bald.